hier bei Tiptop Cube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird es echt krass sein. Also Ash ist gerade nicht da, Papa auch nicht. Wir sind beide zu Hause. Eine Überraschung für die beiden. Das ist für Ash eigentlich nur, weil Ash macht ja mit. Genau, wir haben eine Überraschung. Und zwar werden wir heute uns für einen Tag lang nur von Babyessen ernähren. Ihr seht da oben, wir sind mal wieder einkaufen. Babygläschen gibt es heute für uns. Ich bin gespannt, wie es sein wird, ob es lecker wird. Mittags und abends. Ich hoffe, es wird schmecken. Und also wir vielleicht einen kleinen Keks haben oder so. Oder dann so ein Müsli-Riegel. So ein ja, das wird richtig toll. Richtig toll. Das wird super toll. Also wir gehen jetzt erstmal einkaufen dafür. Was ihr nicht getan habt, lasst mich einen Daumen nach oben. Dann vergesst den Kanal kostenlos zu abonnieren. Ich würde sagen, jetzt geht's shoppen. Oh. Und? Schon gefunden? Also jetzt geht's in die Babyabteilung. Die Frage ist jetzt, soll ich den Brei kochen? Nee, wir nehmen uns einfach da ein. Was nimmt man sich denn da? Also es muss irgendwas mit Grieß sein, ja? Grieß? Ich mag kein Grieß. Ich mag echt kein Grieß. Leute, schreibt mir in die Kommentare, mögt ihr Grieß? Ich nicht. Also, hier, Apfel-Banane sieht gut aus. Nein, das ist für den Nachmittag. Was denn für ein Frühstück? Wir wollen das auch richtig wie bei den Babys machen. Scheiße, das wird heute nichts mehr. Hier ist schon mal Abendbrei zum Beispiel mit Keks. Habt ihr beide sehr gerne gegessen. Kannst du dich nicht dran erinnern? Nee, gerade nicht mehr. Ach, Mist also, auch. Das ist schon mal für Abendbrot, ja? Nehmen ja, perfekt, nehmen wir mit. Gleich. Guck mal, ich habe hier schon gefunden. Warte, wo war das gerade? Hier, Spaghetti Bolognese gibt es hier. Ja. Spaghetti Bolognese. Das ist für Mittag. Ja, genau. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal Abendbrot abgedeckt. Mhm. Spaghetti Bolognese. Ist noch einer? Ja, hier ist noch einer. Nimm mal lieber was anderes, Abwechslung. Ne? Nee, also eine. Hier, Ash kann das hier haben. Rahmkartoffeln. Ich weiß was. Was ich nicht so gerne mochte, was ihr aber gerne gegessen habt, irgendwas mit Lachs. Lachs? Wieso denn Lachs? Ja, weiß ich nicht. Warte mal. Hier, nimm das. Nimm. Doch. Meine Güte. Was ist das? Wahrscheinlich braucht ihr irgendwie 3-4 Gläschen, ne? Ihr werdet ja, das passt schon. Rahmkartoffeln okay, mit Karotten. Ja, Max, was hast du davon? Brokkoli mit Reis? Lieber nicht. Hast du nicht püriert? Guck mal. Ich habe was Besseres gefunden. Was denn? Nee, das ist die Fall. Ach so. Ein Schnuller? Ja. Okay. Postseite. Hier, wo ist denn das bloß? Es gab wirklich Nudeln mit Lachs und die waren grün. Ich hab hier, guck mal. Hier ist nochmal Fisch drin. Seelachs. Weil die haben jetzt hier Tagliatelle, Tagliatelle mit Alaska-Seelachsfilet im Rahmenbrokkoli. Ist da was anderes her? Und das ist hier Spaghetti mit Tomate Mozzarella. Das ist auch super lecker. Wie das aussieht, ne? Lecker. Da bin ich ganz ehrlich gespannt, wie das alles schmeckt wird. Es fehlt nur noch ein bisschen Frühstück. Da kann man ja zum Beispiel. Zwischendurch könnt ihr euch das. Hier drückt mich so ein Apfel, Pfirsich, Mango mit Keks. Mit Keks? What? Auch mit Keks, dann nehmen wir es aber mal mit, ne? Alter, das wird ja richtig entspannt. Ich hoffe, es schmeckt alles. Ich habe es das letzte Mal so in Erinnerung, als ich mal bei mir auf dem Kanal Babyessen gegessen habe, dass es sehr süß war irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja, ein bisschen gesund. Müsli. Apfel, Banane, Babykeks und mit Müsli. Ja, nehmen wir das mit. Jetzt auch ein bisschen Pfirsich-Maracuja mit Birne? Alter, was sind das? Teilweise solche weirden Sachen mit dabei. Also, so, wo man sich so denkt. Apfel, das habt ihr auch gerne gesehen. Was? Erdbeere, Himbeere, Apfel? Ja. Hauptsache Erdbeere mit Himbeere in Apfel. Mhm. Was macht das für einen Sinn? Ja, ich hoffe, davon werden wir mal satt, oder? Das passt doch sicherlich, oder? Ja, sicherlich. Wollen wir für Ash auch noch mal so ein Ding mitnehmen? Ja, klar, nimm mit, pack rein. Vielleicht weißt du was, hier gibt es so Kekse. Kekse? Was für Kekse willst du? Haferapfel. Okay, geht. Das könnte ich kochen für euch. Nee, lieber nicht. Das muss man eigentlich nur. Nein. Rühren. Falsche Idee. Hier, guck mal, Heidelbeeren, Apfelbirne. Das nehmen wir mit. Hier sind die Kekse. Ey, guck mal, was ich gesehen habe. Da sind Windeln. Okay, warte, was? Windeln braucht ihr. Bärenkeks. Oh, die kenne ich noch von früher, glaube ich sogar. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich die so lecker finde. Naja, was sein muss, muss sein. Die Reiswaffeln hier sind tatsächlich nicht so nice, aber ich würde sagen, ich weiß gar nicht, die haben wir jetzt genug. Ich kann es überhaupt nicht. Ich habe gerade erst ein Baby Popcorn. Popcorn? Weil ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob es reicht, was wir jetzt hier haben. Oder ob wir nachher noch hungern müssen. Hm, wer weiß. Trinken darf ich auch nicht fehlen. Guck mal, was ist das denn hier? Nehmen wir davon einen mit und hier von einem mit. Oh, dann nehmen wir die drei auch noch mit. Wir müssen ja genug. Haben Babys keine Zelda? Oder wie ist das? Dürft ihr kein Wasser trinken oder was? Ja. Babywasser, guck mal da unten. Das ist sogar Babywasser. Okay, Babywasser. Warum gibt es Wasser daran anders? Das kann man mal probieren. Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Babywasser und normalem Wasser? Schreibt mir die Kommentare, wenn ihr es wisst. Das Baby Nummer 1 kommt und das Baby Nummer 2 kommt. Ihr seid aber groß. Guten Morgen. Es gibt Frühstück. Wie man sich Babyessen essen. Ich bin gespannt, was jetzt hier zum Frühstück geben wird. Ich weiß nicht, er schaut schon mal ab. Das war's. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir gekauft hatten. Es waren so viele verschiedene Namen. Da fällt erst einfach so ein Ding heraus. Erdbeeren mit Himbeeren, Apfel, die ihr haben dürft euch mal gerne. Aber ganz kurz, bevor es losgeht, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen oben, da vergessen wir mal kostenlos zu abonnieren. Ich würde sagen, wir testen aber ganz kurz Babywasser. Ich weiß nicht, warum es Babywasser heißt, was daran anders ist. Und sieht aus wie Wasser? Ja. Erstmal probieren.
Ich werde jetzt was für mich gekauft. Ja, geht voll. Ich meine, jetzt keinen Unterschied zum normalen Wasser irgendwie. Okay. Kein Plan. Jetzt dürft ihr euch hier natürlich. Oder was? Oh, erst darf ich das hier essen, dieses hier Pfirsich, Maracuja und Birne. Sonst probiert. Soll ich erst ein Schützeln geben? Könnt ihr jeweils alles auffüllen? Alles super, wir essen einfach hier raus. Achso. Hier haben wir einmal Frucht und Getreide. Apfel, Bananen, Nüsse. Ich esse eher so Bananenkeks irgendwas. Bananenkeks, dann gönnt ihr das hier. Und die Babynahrung wird geöffnet. Stopp auf, gerade eben, guck mal. Das sieht ja. Jetzt muss aber auch gefüttert werden, oder? Nein. Sag der richtige, fütter mal zuerst. Oh komm, Baby Ash, mach mal den Mund auf. Wieso hast du eine blaue Zunge? Hä? Hat irgendwas gegessen. Er ist echt blau. Das ganze Baby Max mit John. Komm, jetzt noch ein Löffelchen. Komm mal. Ein Löffel für Mama. Gleich noch ein Löffel für Papa. Okay, ich glaube, er ist wirklich ein Baby. Ah! Das sieht so blöd aus. Ah! Lecker! Weißt du, muss auch schon den Mund treffen, ne? Ich weiß nicht, habt ihr so eine inkompetente Mutter, wenn ich den Mund treffe? Ich bin aus der Übung. Das wird nichts. Sag doch mal bitte, wie es überhaupt schmeckt. Ich bin schon satt, ich bin satt. Aber dann musst du auch laut Popo machen, ne? Mein Mund. Lecker! Super lecker. Und nochmal, wir hätten mal ein Lätzchen umbinden müssen. Weil du tropfst, genau. Ja, lieb, jetzt essen wir das ein Esslöffel. Nein. Das hat ja geschmeckt, ne? Es ist halt echt wirklich lecker, aber irgendwie. Ich frage mich, wie man davon satt werden soll. Also ganz im Ernst. Naja, ein Baby ist erstmal kleiner, du müsstest so drei davon essen. Einfach den Mund auf. Was hast du denn gegessen? Hat dein Vater dir irgendwas komisches zum Essen gegeben, dass du eine blaue Zunge bekommen hast? Hat Papa dir mal einen Lolli gegeben? Mit Zucker? Zucker ist Gift. Süß. Komm schon, das ist Erdbeere. Die magst du doch so gerne. Guck mal. Ist das nicht lecker? Apfelstücke? Apfelbananen. Während Mama hier Mittag vorbereitet, wird hier so ein bisschen Langeweile vertrieben. Lecker essen! Was ist denn los? Tada! Ostereier suchen, ich glaube, die sind alle weg mittlerweile. Also, unser Essen ist jetzt fertig. Mama hat alles hier warm gemacht. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Vor allem haben wir einmal Rahmkartoffeln mit Karotten und Hühnchen, voll random. Das ist hier was. Rahmkartoffeln ja mit Karotten und Hühnchen. Das andere ist Spaghetti Bolognese und das dritte ist Spaghetti aber mit Tomaten Mozzarella. Geil! Die beiden sind nice, glaube ich. Dann dürft ihr probieren. Ich fange mit dem hier an. Spaghetti, was war das? Lecker. Spaghetti Bolognese. Das andere ist. Komm schon, das hast du gerne gegessen früher. Habt ihr beide. Jo, irgendwas fehlt da. Oder irgendwas da. Salz? Ist da kein Salz? Kann sein. Junge, probier auch mal davon ein bisschen. Hab ich das früher gegessen? Ja, habt ihr beide. Alles, ja. Gerade so alles, was mit Nudeln und Tomatensauce war, habt ihr geliebt. Also heutzutage, also wenn man älter ist, die Tomatensauce sind besser, ganz ehrlich. Warum ist es eklig? Das ist ein anderer Geschmack. Wir sind die Kartoffeln. Das ist so richtig. Komm schon, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Junge, es ist so dieses typische Babyessen. Weißt du, der Frühstück war so richtig süß und alles. Hört mal, seid froh, dass ich euch das warm gemacht habe. Ihr wolltet es kalt essen. Ja. Ja, aber kälter wäre es noch schlimmer. Wir sagen jetzt, verhältnismäßig da oben dazu lassen. Und jetzt kommt das Schlimmste, da wir Tagliatelle mit Alaska-Seelachsfilet im Rahmbrokkoli. Kann nichts werden, wenn der Rest hier schon, obwohl das eigentlich lecker ist, das Essen. Es ist ja eigentlich lecker, so normal, aber wenn man es als Baby essen, ist irgendwas doch komisch. Ah, meine Hose an! Oh! Das war ein Fest, das ist eine Biene. Ach, nur eine Biene. Okay, ist nur eine Biene, alle, kannst du wiederkommen. Ich mich auskennen damit. Oh nein. Probier du jetzt erstmal bitte den Brei. Oh, es riecht doch schon nach Fisch. Ja. Ah. Mit Seelachs. Okay.
Aber eine Sache haben wir tatsächlich noch zum Mittag da. Danach muss ich gucken, ob wir irgendwas abwerten könnten. Ich glaube, die beiden sind noch so am verträglichsten, glaube ich. Die beiden Nudelsorten meinst du? Ja, meine ich. Okay. So, ihr habt doch einmal Nachtisch, einmal Smoothie Mix. Guck mal. Heidelbeere in Apfelbirne und was haben wir? Apfel, Pfirsich, Mango mit Keks. 11 Gramm Zucker sogar. Oh je, okay. Das ist viel auf 100 Gramm. Aber es ist eher vielleicht Fruchtzucker, ne? Kein Plan. Eher Fruchtzucker. Alter, das ist richtig süß. Aber schmeckt irgendwie halt. Ja, Stein schmeckt auch. Sieht zumindest so aus. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Also für euch gleich. Für uns warten wir noch mal ein bisschen beim Abendbrot wieder. Ich bin gespannt, wie das wird lustig. Also wir sehen uns gleich wieder. Also mittlerweile sind ein paar Stunden vergangen und ein paar Haare sind auch gefallen in der Zeit. Aber jetzt gibt es natürlich auch noch Abendbrot. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das gehört auch zum Tag dazu. Das Babyessen Abendbrot. Ich schau mal ganz kurz. Ich habe hier Abendbrei, Grießvanille. Absolut. Weiß ich nicht. Ich glaube, es wird nichts. Keks. Immerhin. Keks zum Abendbrot? Oder welche? Ja. Fruchtblubber. Apfel, Orange, Mandarine. Oh, lass es euch schmecken. Was ist das eigentlich für ein Mix? Aber ich würde sagen, wir probieren es mal. Das ist ein Kunde, oder? Schätze ich mal. Ich weiß nicht, was du gerade eben. Okay. Ein bisschen sehr eigenartig. Echt? Ich weiß nicht warum, aber. Ohne Kohlensäure? Also es ist gesünder. Es ist ungewohnt, wenn man sowas findet. Denkt man so, mal gucken. Das ist echt süß. Aber ich würde sagen, wir probieren es. Das essen probiert mal die leckeren Gläschen. 190 Gramm sind das. Die habe ich auch nicht warm gemacht. Eigentlich. Oh, so, ich mag kein Gemüse. Aber die auch so schlimm. Bei mir noch schlimmer. Sag mal, sag mal. Oh, was ist denn Katze? Kann es ja gar nicht. Ja, es riecht. Nach Vanille bestimmt. Okay, dann. Nein, ich mach's dir noch warm. Aber ich würde sagen, probier mal. Als Nachttisch, einfach als Grießnachttisch könnt ihr euch. Komm, hau rein. Oh, na gut. Ich denke mal, für Kinder, für Babys ist es egal. Weil also, ihr habt es sehr, sehr gemocht. Man wird nicht so viel satt als ihr. Genau. Als was Großes. Es ist komisch, manche Sachen sind so richtig süß und manche so überhaupt nicht, wo man denkt so, hä? Boah, denk mal ans Mittagessen. Ach also, komm schon. Bei mir ist auch schon halb leer. Ich würde sagen, vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen oben da zu lassen. Kanal kostenlos abonnieren. Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.